Also meiner ist nicht ganz so aggressiv hier, aber der da hinten hat dann ein Katapult, da muss ich drauf aufpassen. Wo bleiben denn die Das Problem ist, Soldaten? dass ich hier keinen Platz habe für eine große Burg. Ja. Stimmt. Soldatennachschub ist knapp. Na toll. Ach, bei mir auch. Dabei habe ich schon überall, wo es geht, ausgelagert. Vielleicht deshalb, weil es jetzt gerade nicht im Lager ist und die Meldung einfach nur Meinst angezeigt wird. du? Es wird wahrscheinlich einfach nur angezeigt, wenn du irgendwie unter 20 Soldaten im Lager Ich hatte hast. da vorher 7 und es hat nicht gemeckert. Hätte er eigentlich. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du es noch nicht Ja. gesehen. Nee, hatte ich nicht. Was geht hier eigentlich? Ich hab überhaupt. Warte mal. Ich habe überhaupt gar keine Soldatenproduktion. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht schlecht, so auf Dauer. Schmiede. Ich habe mich schon gewundert, warum der Schlosser so gut arbeitet. Dann. Warum ich so viel Holz hatte, ich mich auch gewundert. Gut, Das dann. habe ich schon lange angefangen. Ja, ich habe gedacht, ich hätte es schon, aber dann vielleicht hatte ich es halt für später geplant und dann haben wir Pause gemacht. Das kann natürlich sein, Oh, ja. ne? Eisenschmelze. Nochmal eine Eisenschmelze hin. Und Schmiede. Oh, da richtet Festung, dann ich mal Gold mitzunehmen. Und meine Wachstube wird angegriffen von dem einen General. Der ist ein General, der macht mich fertig. Tja, ne. Das halt. Hin. Brauche ich hier noch mal eine Brotproduktion hin. Ich habe hier noch genug Platz. Schläge verträgt eigentlich so ein General. 7. Okay, so, das Abreißen, ja. Das war knapp. Sperrgebäude besetzt, Festung. Warum Ejo, bei ist. mir gerade auch. Aber da ist nur ein Soldat drin, das ist uncool. Naja, es braucht aber auch ewig hier. Hier bitte Goldzufuhr. Aus. Kein Platz für was Großes. Aber da ist selbst die Wachstube also erstmal stehen. Ja, naja, es bringt. Bin ja mal hier. Ja, Pelle gehen. Also Wachturm. Ja.
Egal. Also noch gar nicht. Der ist echt nur hier. Der Blau hat sich echt komisch ausgebreitet. Naja. Nun denn. Hier mal ein Forsthaus und Holzfäller und solche Sachen. Solche Sachen, Master. Solche Sachen. Wo kommen die Münzen? Ich brauche Münzen. Da kommt eine. Aber die brauchen noch ewig. Ich habe leichte Probleme mit Soldaten. Meine Soldaten sind. Ja, das. Komplett? Krass. Ja, ich glaube schon. Ja, yep, hab null. Ja, ich habe halt echt keine produziert. Weil ich es vercheckt habe. Vercheckt. Das ist nicht so schön. Ja. Aber jetzt mache ich gleich doppelte Geschwindigkeit. Wenn das alles fertig gebaut ist hier. Problem ist, ja. Die müssen erstmal hin. Ich hab auch. Was? Ich hab keine Bretter. Konnte das denn passieren? Ich bin ja hier gerade richtig gearscht. Wozu brauchst du Bretter? Achso, zum Bauen. Sachen zu bauen vielleicht? Ja, stimmt. Kannst du recht haben. Wo ist mein Werft? Hier, du hörst mal auf zu arbeiten, du verbrennst meine Bretter. So. Oh nein! Greif meine Festung an! Mit zwei Generälen!
Naja, solange da 9 Leute drinne sind, ist das ja eigentlich nicht so schlecht. Meinst du, sie schaffen das? Ich glaube nicht. Ich reiß mal die Festung da unten ab. Okay, ist doch ganz leicht zu rechnen. Vielleicht kämpfen die Generäle auch ein bisschen besser, aber... Ich nur ein bisschen. Ja, ich meine, aber die haben halt 7 Leben. Zu zweit. Ja, aber sie kämpfen auch wesentlich besser. Ja, komm. Es sind 14 Lebenspunkte und mit 9 Gefreite hast du 9 mal 3. Das sind 27. Ja, das ist nicht so viel mehr. Das heißt, wenn doppelt... einer ist tot. Einer ist schon tot, wenn sie aber ich habe auch nur noch 4 Soldaten. Wenn sie doppelt so gut kämpfen, heißt es 28 Lebenspunkte. Und damit gewinnst du mit dem letzten Gefreiten. Super! Wir haben beide ziemlich krass verkackt. Also ich habe keine Bretter mehr. Das ist echt ärgerlich. So kann man das sagen, ja. So, und da ist vorletzte rausgegangen. Lässt sich vermöbeln. Keine Rohstoffe gefunden. Steinbruch abreißen. Das bringt mir ein Brett. Yeah! Krieg ich ein Brett wieder. Ist doch super. Oh, fuck. Steinbruch? Ja, noch ein weiteres Brett. Und der letzte raus. What? Und da hat er da eingenommen. Fuck! Oh, hat hier tatsächlich. Ich krieg hier eine Festung mit 3 Soldaten zusammen. Ah, ich warte noch mit den Münzen. Der ist ja hier noch nicht. Ich lass mir erstmal Zeit. Jetzt ruhig. Achso, und das. Ja. Meine Kamera ist auch schon wieder abgehauen. Ah, toll. Dann baue ich da jetzt halt noch eine Festung wieder hin. Nochmal bitte? Baue ich da halt wieder eine Festung hin. Wo baue ich da gleich noch eine zweite? Du könntest dich natürlich auch erstmal zurückziehen und die... Never! Okay, meine nur, dann halt deine Verteidigungslinie ein bisschen weiter oben ansetzen, dann hast du mehr Platz. Mehr Zeit, ja, um dich vorzubereiten, weißt du? So rein logisch. Ja, wobei der hier auch nicht wirklich... auch nicht viel macht, eigentlich. Na gut. Wird schon passen. Gut, gut. Werkzeuge raus. Habe ich eigentlich erstmal genug... Geht mit meiner militärischen Stärke hier. Die hat irgendwie so ganz komische Krämpfe zwischendurch. Warum geht die nach unten zwischendurch? Macht keinen Sinn. Also deine militärische Stärke ist auch die allerbeste momentan. Not! Ja. Natürlich runter, ist klar. Ja. Aber die haben halt schon extrem stark aufgerüstet direkt am Anfang. Naja, die lassen halt. Die bauen ja von Anfang an auch Festungen und so. Ja. Und verbessern die Leute da drin auch. Jo. Die lagern auch nicht aus und produzieren mehr Soldaten von Anfang an, etc., etc. Keine Ahnung. Ich finde das halt sinnlos, wenn man noch nicht genug Essen hat. Um die alle zu versorgen. Und die bauen einfach überall alles hin. Sofort.